Lieben. Heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich gestern Abend erst beendet habe, und zwar Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Cherry. Das ist der dritte Teil der Romance Elements Reihe. Man kann aber alle drei Teile unabhängig voneinander lesen, denn in jedem Teil haben wir andere Charaktere und diese haben nichts miteinander zu tun. Was soll ich zu diesem Buch sagen, außer es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war eine wahnsinnig tolle Geschichte und dieses Buch hatte einfach alles, was eine richtig gute New Adult Contemporary Romance Geschichte für mich haben musste. Und es war einfach so schön. Es war einfach so toll und es hat mich sehr berührt. Gerade zum Ende hin fand ich das Buch richtig, richtig gut. Und ja, ich erzähle euch aber erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Maggie May. Und Maggie May ist zu Beginn der Geschichte 10 Jahre alt. Und Maggie erlebt da etwas sehr, sehr Schreckliches, was sie für immer traumatisiert. Und aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses hört sie auf zu sprechen. Und sie hat auch panische Angst davor, das Haus zu verlassen. Und wir begleiten dann Maggie im weiteren Verlauf ihres Lebens und machen immer wieder Zeitsprünge. Und wir erleben, wie sie halt mit diesen Sachen umgeht, wie sie damit aufgewachsen ist und wie gesagt, begleiten sie da ein Stück ihres Lebens. Und ich würde sagen, die richtige Geschichte beginnt in dem Moment, wo wir diesen Zeitsprung machen und Maggie 18 Jahre alt ist. Wir sehen, wie sie sich entwickelt hat, wir sehen, was mit ihr passiert ist, wir sehen, was mit ihrer Familie passiert ist, wie sie mit diesen ganzen Sachen umgeht. Und ja, begleiten dann quasi Maggie auf ihrem Leben und erleben, wie sie sich halt verliebt und wie sie halt versucht, mit dieser Liebe umzugehen. Denn sie weiß, dass sie nie eine normale Beziehung führen kann, aufgrund dessen, dass sie halt nicht spricht und dass sie halt das Haus nicht verlassen kann. Und ob Maggie es halt schafft, in ihrem Leben an dieser Beziehung festzuhalten oder halt auch nicht, das ist es, worum es im Groben und Ganzen in dieser Geschichte geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung dieser Geschichte richtig gut gefallen hat. Ich mochte diese Zeitsprünge, die wir gemacht haben. Ich mochte die Entwicklung, die die Charaktere auch rund um Maggie durchgemacht haben. Denn Maggie ist ein Charakter, die aufgrund ihrer kleinen Welt jetzt nicht sich so viel weiterentwickeln und entfalten kann. Und sie ist aber einfach ein ganz, ganz liebenswerter Charakter und sie hat halt auch ganz, ganz tolle Eigenschaften und sie ist halt auch sehr beharrlich und sie ist halt einfach auch ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Und ich finde, das bringt halt gerade so die richtige Stimmung in diese Geschichte. Und wie gesagt, die Handlung mochte ich sehr, gerade zum Ende hin, so die letzten 100 Seiten, die haben mich richtig gefesselt. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe mit Maggie mitgelitten, ich habe mit Brooke mitgelitten und diese ganze Auflösung am Ende dann, das war einfach nur wunderschön zu lesen und die Autorin hat es definitiv drauf, einen da, wie gesagt, richtig emotional zu treffen. Und deswegen kann ich nur sagen, dass die Handlung mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich diese Handlung einfach nur liebe. Was die Charaktere betrifft, wir lernen ja Maggie kennen, als sie ein kleines Mädchen ist. Also ganz am Anfang der Geschichte ist sie 6 Jahre alt und es ist einfach richtig niedlich zu sehen, was sie für ein aufgewecktes, süßes, kleines Kind ist und man kann sich das richtig gut vorstellen. Und es ist dann ganz, ganz schrecklich zu erleben, was halt ihr da passiert und wie sie sich dadurch verändert und was für eine Entwicklung sie dann halt auch durchmacht. Und ich finde es halt auch schön zu sehen, die Entwicklung, die sie halt gerade zum Ende in der Geschichte hindurch macht, wie sie halt auch mit ihren inneren Dämonen kämpft. Das fand ich halt auch richtig gut zu sehen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also Maggie als Protagonistin dieser Geschichte mochte ich einfach sehr und ich habe sehr mit ihr sympathisiert und ich konnte mich sehr, sehr gut in sie hineinversetzen. Was Brooke betrifft, der ja der Gegenpart von Maggie ist, kann ich nur sagen, dass Brooke wieder einer dieser Typen ist, die es eigentlich in Wirklichkeit nicht geben kann. Brooke ist einfach ein so, so toller Mensch und er ist einfach ein so liebevoller, sensibler Mensch und er ist wirklich Maggie ihr Anker in der Geschichte und das merkt man einfach auch und man merkt wirklich, wie er die Freundschaft all die Jahre auferhält, trotz dieser Schwierigkeiten, die die beiden immer wieder haben. Und man merkt halt einfach diese Verbundenheit zwischen den beiden. Und das fand ich einfach so schön und das hat mir so, so gut gefallen. Und wie gesagt, Brooke war als Charakter auch ganz, ganz toll. Was die Nebencharaktere betrifft, also da gibt es noch ihren Bruder Cal und ihre Schwester Cheryl, dann ihre Mutter und ihren Vater. Und ich fand es auch sehr, sehr gut zu sehen, wie sich die Familie rund um Maggie entwickelt hat, wie sie sich verändert hat, wie sich die Dynamik in dieser Familie verändert hat und wie sich Sachen verschoben haben. Und das war teilweise wirklich entsetzlich, das zu lesen und es war einfach sehr, sehr traurig, das mitzuerleben, aber ich konnte es verstehen, also ich konnte mich da auch sehr, sehr gut hineinversetzen. Die einzige, die ich wirklich nicht verstehen konnte, war die Mutter von ihr. Ich konnte ihr Verhalten gegenüber Maggie in keinster Weise nachvollziehen. Ich konnte halt nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, warum sie das gemacht hat. Da hat mir hier in dem Moment ein Stück weit die Erklärung dazu
gefehlt einfach. Aber ansonsten fand ich die Nebencharaktere auch ganz, ganz toll. Und wie gesagt, bis auf die Mutter mochte ich die Nebencharaktere auch einfach sehr und ja, fand ich ganz, ganz toll. Was das Setting betrifft, spielt die Geschichte wirklich zu 95% in diesem Haus und in Maggies kleiner Welt. Denn wie gesagt, sie geht halt einfach nicht raus und man kann nicht viel erleben, wenn man nicht vor die Tür geht. Man hat hier in diesem Buch auch Szenen, die man aus Brooks Sicht liest, wo man natürlich auch mal ein anderes Setting hat. Und ich kann nur sagen, dass mir das Setting im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte mir das Haus, in dem Maggie lebt, richtig gut vorstellen. Ich konnte mir ihre kleine Welt auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ihr Zimmer mit all den Büchern und wie sie da lebt und wie ihre Familie dort lebt. Und auch die anderen Szenen, die jetzt nicht in diesem Haus gespielt haben, konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also vom Setting her fand ich es ganz, ganz toll. Und auch diese kleine Stadt, in der die beiden leben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Brittany C. Cherry anbelangt, brauche ich, glaube ich, nichts weiter sagen. Brittany C. Cherry schreibt einfach so gefühlvoll, dass sie findet einfach immer wieder so wunderschöne Worte für so einfache Dinge auch. Und ich finde, sie macht mit ihrem Schreibstil einem auch viele Sachen einfach nochmal wieder bewusst, was wir vielleicht auch einfach als selbstverständlich sehen. Und ich kann vor Brittany C. Cherry wirklich nur meinen Hut ziehen, denn dieser Schreibstil ist der Oberhammer und ich liebe ihn, ich finde ihn ganz, ganz toll. Was soll ich dazu sagen, also, dass ich ihn so toll finde? Wie gesagt, sie findet einfach immer wieder wundervolle Worte für Dinge und diese Beschreibungen, diese Metaphern, die sie auch benutzt, das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Und ja, ich war während des gesamten Buches definitiv komplett bei Maggie. Und ja, Brittany C. Cherry hat es da wirklich geschafft, mich da komplett reinzusaugen in die Geschichte. Ich habe mir, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, dann auch mal noch auf Goodreads so 2, 3 Rezensionen dazu angeguckt. Und Sina hat ja dazu auch ein Video gemacht. Und viele haben halt bemängelt, dass diese Geschichte unrealistisch ist und dass das Trauma, was Maggie erlebt hat, nicht richtig behandelt wurde und dass die Familie da eher selber an ihr rumdoktort und sie nicht die richtige Hilfe bekommt, die sie eigentlich bräuchte. Und ich finde aber einfach, dass in diesem Buch dieses ganze Thema nicht thematisiert wird. Also wir machen hier nun mal wirklich viele, viele Zeitsprünge und wir sehen Maggie dann 8 Jahre lang nicht. Also sie erlebt das, wo sie 10 Jahre alt ist. Dann machen wir einen Zeitsprung, wo sie 18 ist. Und man weiß nicht, was in diesen 8 Jahren passiert ist. Man erfährt aber aus Nebensätzen, dass Maggie schon Therapien gemacht hat. Dass die Familie finanziell ziemlich schlecht dasteht durch diese ganzen Therapien, die sie gemacht hat. Dass sie Hilfe bekommen hat, aber dass das ihr einfach alles nichts geholfen hat. Und dass die Familie inzwischen am Ende ihre Ideen ist, wie sie ihr noch helfen können. Und auch die Mutter von Maggie hat Freundinnen, mit denen sie immer wieder über dieses Traumata spricht und sie immer wieder versucht, irgendwie neue Ideen mit diesen Freundinnen zu finden, wie man ihr helfen kann. Und ich finde, natürlich kann man sagen, okay, dieses Trauma ist nicht richtig behandelt worden, aber ich finde, es ist in diesem Buch einfach nicht thematisiert worden. Denn dieses Buch ist in erster Linie eine Liebesgeschichte. Und diese Liebesgeschichte spielt hier im Vordergrund und nicht das Thema Traumabewältigung. Wenn ich ein Buch zum Thema Traumabewältigung lesen möchte, dann darf ich keine New Adult-Geschichte lesen. Das ist meine Meinung dazu. Aber jeder hat dann natürlich eine andere Meinung darüber und jeder erwartet natürlich auch von einem Buch etwas anderes. Aber ich finde es völlig okay, wenn dieses Trauma in diesem Buch nicht richtig mit einem Psychologen behandelt wird und man das einfach nicht erfährt. Denn wie gesagt, aus den Nebensätzen heraus erfahren wir, dass es schon Behandlungen gab und dass Maggie Hilfe bekommen hat und dass nicht nur die Familie da alleine an ihr rumdoktort. Und ja, wie gesagt, jeder empfindet das anders beim Lesen. Ich fand es völlig okay, denn wie gesagt, es ist eine New Adult Contemporary Romance Geschichte und da muss das Thema Traumabewältigung für mich jetzt nicht zwingend im Vordergrund stehen und da muss ich jetzt nicht lesen, wie Maggie zu 5 verschiedenen Sitzungen geht, wo irgendwelche Behandlungen mit ihr gemacht werden. Denn wie gesagt, wenn ich das aus Nebensätzen erfahre, reicht mir das völlig aus, denn es ist eine Liebesgeschichte. Und diese Liebesgeschichte sollte hier auch vordergründig spielen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich die Handlung ganz, ganz toll fand, dass ich Maggie absolut verstehen konnte, dass ich komplett bei Brooke war und auch die Nebencharaktere mir einfach sehr, sehr gut gefallen haben. Ich war wirklich komplett bei den Charakteren in der Geschichte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann euch Wie die Stille unter Wasser wirklich nur empfehlen. Aber wenn ihr ein Buch sucht mit Traumabewältigung, dann solltet ihr die Finger davon lassen, denn wie gesagt, es ist eine Liebesgeschichte. Machen wir weiter mit dem zweiten Buch für dieses Video. Und zwar war das dieses Schätzchen hier, Silbernes Schweigen. Das ist der erste Teil der 2. Staffel der Gestaltenwandlerreihe. Und die 2. Staffel heißt Age of Trinity. Und ja, dieses Buch ist natürlich von Nalini Singh geschrieben.
Ich werde es jetzt auch mal hier wieder hier hinten hinstellen, damit ich es nicht die ganze Zeit festhalten muss. Und ja, Silbernes Schweigen ist der erste Teil der neuen Staffel der Gestaltenmandelreihe. Wir haben bei Silbernes Schweigen Charaktere, die wir schon aus den vorherigen Bänden kennen. Charaktere, wo man sich vielleicht auch schon immer gefragt hat, was so da dahinter steht. So ging es mir auf jeden Fall, was Silver Merchant betrifft. Aber wir verlassen quasi unser gewohntes Umfeld. Denn bisher haben die Geschichten primär immer so in San Francisco gespielt und um die zwei Rudel, die ja in San Francisco leben. Unsere Geschichte spielt dieses Mal in Moskau. Und Moskau ist die Heimatstadt von Silver Merchant. Und Silver Merchant ist die Chefassistentin von Caleb Krycek und Chefin des Krisennetzwerkes. Wer von euch die Bücher kennt, wird mit diesen ganzen Begriffen etwas anfangen können. Wer die Bücher von euch nicht kennt, sorry, aber ich kann das jetzt gerade nicht alles erklären. Das wäre zu allumfassend. Und ja, auf jeden Fall ist Silver Merchant die Chefassistentin von Caleb Krycek. Und Caleb Krycek ist ja der gefährlichste Mediale des ganzen Planeten. Und Silver weiß sich durchzusetzen. Silver entstammt einer ganz, ganz berühmten medialen Familie. Und diese Familie hat einen gewissen Ruf. Silver soll auch die Nachfahrin der großen Matriarchin Anna Merchant werden. Anna ist das Familienoberhaupt und hält quasi alles so zusammen. Und ja, sie hat halt Silver als würdige Nachfolgerin auserkoren. Und Silver, ihr Leben ist eigentlich für sie rundum in Ordnung und das ist perfekt. Und sie hat keine Probleme damit. Sie befindet sich immer noch im Silenzium, denn Silver hat besondere Fähigkeiten. Sie ist nicht nur eine, ich glaube, TK-Mediale, also sie hat, kann nicht nur so Gedanken Gänge empfangen, sondern sie hat auch noch eine gewisse Unterkategorie, was das betrifft, diese Telekinese. Denn sie kann Audiofrequenzen ganz, ganz krass hören und sie hat ein ganz, ganz empfindliches Gehör, was nicht über das eigentliche Gehör im Kopf quasi funktioniert, sondern über das Gehirn und dieses Medialnet und wie das alles zusammenhängt. Also es ist alles sehr komplex in dieser Geschichte. Auf jeden Fall muss Silver deswegen in Silenzium bleiben und kann eigentlich keine Gefühle zulassen, weil sie sonst diese Schnittstelle nicht mehr unter Kontrolle hat, weil die über die Gefühle quasi geleitet wird. Und ja, Silver trifft dann eines Tages auf Valentin Nikolev und Valentin ist das Alpha-Tier der Stonewater-Bären. Und ja, Valentin zeigt ihr klipperklar immer gegenüber, was er von ihr möchte. Und er geht ihr damit ziemlich auf den Keks, sage ich jetzt einfach mal. Und Silver ist schon genervt von ihnen, aber andererseits freut sie sich auch immer, Valentin zu sehen. Eines Tages ist es so, dass Valentin mal wieder bei ihr vor der Wohnungstür auftaucht, um ihr irgendwelche wichtigen Unterlagen zu bringen. Und ja, er rettet Silver dann in dem Moment, denn auf sie wird ein Mordanschlag verübt. Um Silver zu schützen, tut sie dann auf Anraten ihrer Großmutter, Anna Merchant, mit zu den Stonewater-Bären ziehen. Denn denn dort ist sie am sichersten, dort kann man ihr erstmal nichts anhaben. Und ihre Großmutter versucht herauszufinden, wer hinter diesem Anschlag steht und wieso, weshalb, warum man den auf Silver ausgeübt hat. Nun befindet sich Silver natürlich bei diesen Bären und es ist alles irgendwie nicht mehr so einfach für sie mit ihren Gefühlen. Und ja, was am Ende mit Silver passiert und ob sie Gefühle zulässt und was das für Konsequenzen mit ihr hat und was mit Valentin und ihr passiert, das ist es, worum es in diesem Buch quasi geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte unglaublich gut gefallen hat. Ich muss sagen, es gab hier so zwei, drei Stellen in dem Buch, wo mir das Ganze ein bisschen zu schnell ging, wo mir Silver einfach zu schnell ihre Meinung geändert hat, wo sie eben noch so, nee, nee, und dann eine Seite später, ach ja, komm doch, mach. Und das war für mich so ein bisschen nicht so ganz greifbar. Also da haben mir einfach so ein bisschen so dieses Zwischending so ein bisschen gefehlt. Und das war halt das, was das Buch für mich nicht so hundertprozentig perfekt gemacht hat. Aber dieses ganze Drum und Dran mit diesen Bären und diese ganzen Charaktere, die da noch mit eine Rolle spielen, das war einfach so süß und so toll gemacht und Nalini Singh hat sich da wieder eine so tolle Geschichte ausgedacht und muss ich mal kurz umsetzen und dieses ganze Drum und Dran, das war einfach so toll gemacht und Nalini Singh hat sich da einfach eine so gute Geschichte ausgedacht, dass ich dieses Buch einfach nur liebe. Dieses Buch ist eine Geschichte, die nicht tausendprozentig perfekt für mich ist, aber ich finde sie doch ganz, ganz toll. Denn wie gesagt, Valentin ist ein so toller Charakter. Er ist, wie gesagt, das Alpha-Tier des Stonewater-Bären und er hat mit seinen eigenen Dämonen noch zu kämpfen. Denn es ist etwas mit seinem Clan passiert. Das werde ich euch natürlich nicht verraten, was genau passiert ist, aber aufgrund dessen hat er Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten muss er auch überwinden. Und dann, wie gesagt, hat er immer noch diese Anziehungskraft, die er gegenüber Silver verspürt, die er irgendwie ankämpfen muss. Und ja, es war einfach ganz, ganz toll zu lesen. Und es war ganz, ganz toll zu lesen, wie Valentin als Charakter auch mit diesem Ganzen umgegangen ist. Und was unsere Protagonistin Silver betrifft, kann ich nur sagen, dass ich Silver als Charakter eigentlich auch sehr, sehr mochte. Wie gesagt, sie hat mir manchmal einfach zu schnell ihre Meinung geändert und
zu schnell Dinge entschieden, wo ich gedacht habe, irgendwie verstehe ich das jetzt gerade nicht, das ist für mich nicht richtig greifbar. Aber ansonsten mochte ich Silver als Charakter auch sehr und gerade zum Ende hin, so kurz nach der Mitte des Buches, diese eine Sache, die da noch passiert ist, das fand ich so toll und so dramatisch und das hat die Autorin sich so gut ausgedacht und es war einfach wieder so schön, das zu lesen. Ne? Also von der Handlung kann ich ja nur sagen, dass die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Die Spannung war immer wieder da. Sie war immer wieder gegeben und es war einfach toll. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich finde sie so, so gut. Was die Charaktere betrifft, wie gesagt, Silver und Valentin fand ich auch richtig gut als unsere zwei Hauptcharaktere in dieser Geschichte. Die haben die Geschichte richtig gut getragen. Und ja, was die ganzen Nebencharaktere betrifft, haben wir hier natürlich wieder einige Charaktere, die in diese Geschichte eingeführt worden sind. Wir haben hier zum einen die Großmutter von Silver, Inna, die man bisher noch nicht so gekannt hat als Matriarchin dieser Familie. Ich finde auch, Inna ist ein sehr, sehr faszinierender Charakter. Dann haben wir hier den Bruder von Silver, Arwen, der hier auch noch eine gewisse Rolle mitspielt. Und ich würde die Geschichte von Arwen wirklich sehr, sehr gerne lesen, die sich da so angedeutet hat. Und ja, fand ich auf jeden Fall auch richtig gut. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Bären. Und die Bären sind einfach so toll. Die haben sich sofort in mein Herz geschlichen. Allein diese kleinen Babybären. Oh, es war so süß zu lesen. Ihr glaubt es gar nicht. Ich saß hier die ganze Zeit. Oh, wie süß ist das denn? Und oh, guck mal, wie niedlich. Also, ja, ich habe da schon manchmal eine Macke, aber Bärenbabys sind halt auch einfach süß oder so kleine Mini-Bären. Und ja, also die Bären, die haben sich einfach sofort in mein Herz geschlichen, auch mit ihrer ganzen Art und Weise, wie die halt alle auch so drauf sind. Das war einfach so toll zu lesen und ja, ich freue mich definitiv auf die weiteren Teile und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel von den Bären lesen werden. Dann gibt es in unserem Buch noch die Wölfe. Die Wölfe sind so die ehemaligen Feinde der Bären. Die beiden Gebiete grenzen halt quasi aneinander. Sie haben jetzt erstmal so einen Pakt geschlossen, dass Frieden herrscht. Aber auch die Wölfe finde ich sehr, sehr interessant. Also bin ich auch mal gespannt, was da, was diese Wölfe betrifft, noch alles passiert. Und ja, auch die Nebencharaktere, die wir natürlich alle schon kennen, wie Caleb Krycek, war wieder ganz, ganz toll, die zu sehen. Also ich finde, Nalini Singh schreibt einfach richtig, richtig tolle Charaktere und ich mag es einfach, die ganze, und ich mag einfach die ganze Welt, die sie hier erschaffen hat und dieses ganze Drum und Dran und es ist einfach eine so, so tolle Welt. Und ja, was uns natürlich gleich zum Setting bringt, wie gesagt, die Welt, ich bin einfach immer wieder fasziniert, was diese Frau sich ausdenkt und man denkt eigentlich, was soll jetzt noch kommen und dann lässt sich Nalini Singh immer wieder was Neues einfallen. Denn wie gesagt, in dieser Welt ist einfach alles möglich und ja, also vom Setting her hat mir eine richtig gut gefallen. Die Geschichte spielt größtenteils in Moskau und wie gesagt in den Wäldern, die dort angrenzen, wo die Bären leben und auch diese Bärenhöhle, wie die beschrieben wurde, das konnte ich mir so gut vorstellen. Das hat mir so, so gut gefallen. Also vom Setting her, top. Kann man nicht anders sagen, außer top. Hat sie wahnsinnig toll gemacht. Was den Schreibstil von Nalini Singh betrifft, kann ich natürlich auch nur sagen, dass es mir wieder richtig gut gefallen hat. Ich habe inzwischen schon zwei, drei Leute gehört, die zu mir gesagt haben, sie kommen mit diesem Schreibstil nicht zurecht. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn Nalini Singh wechselt gerne mal die Perspektiven im Kapitel. Erst liest man Silver und auf einmal einen Absatz später liest man Valentin. Und das kann teilweise natürlich auch schon zu Verwirrungen führen. Das hat mich beim allerersten Buch bei Leopardenblut damals auch verwirrt. Aber da hat mir einfach dieses ganze Drum und Dran so gut gefallen, dass ich da einfach nicht weiter drauf geachtet habe. Und inzwischen habe ich mich da einfach dran gewöhnt. Und das gehört einfach zu Nalini Singh da dazu für mich. Und ja, ansonsten mag ich einfach ihre ganze Art und Weise, Geschichten zu erzählen sehr. Und ja, Silbernes Schweigen war wieder ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich kann euch die Gestaltwandlerreihe wie immer nur empfehlen. Und ja, ich freue mich auf alle weiteren Teile, die da noch kommen werden. Und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer dass es mir wieder richtig gut gefallen hat. Und ich liebe die Bären. Ich liebe, liebe, liebe die Bären. Die sind so, so toll und so süß. Und ach, diese Mini-Ganoven, die waren so toll. Die haben sich voll in mein Herz geschlichen, diese kleinen. Und Dima war so toll. Dima war so süß. So einen hätte ich auch gern zu Hause, so einen kleinen Zwerg. Der war so schnuffelig, ne? Also wer von euch das Buch kennt, wird ja wissen, wer Dima ist. Und ja, fand ich einfach nur richtig süß. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.